So, der Luke ist ein Jedi wie sein Vater, das ist ja toll, aber der neue Skin ist natürlich auch toll, passt ein bisschen zu einer Wüstengegend, aber naja. So, komm schon. Oh, hier darf ich noch gar nicht hin. Ja, Geonosis ist vielleicht nicht die beste Map, um ihn zu zeigen, vielleicht aber auch doch, ich weiß es nicht, man sieht ihn nicht wirklich gut hier, warte. So sieht er aus, der, ja, der Tatooine-Skin aus Eine neue Hoffnung. Und es war aus dem Event heraus, hat man den bekommen. Den anderen Skin auch, den ich hier heute zeigen werde. Und ja, ich habe ja letztens auch schon ein Video gemacht zu dem Hoff-Skin. Aber der hier ist halt brandneu, den gab es vorher nicht. Den gab es nur mit dem Update. Und deswegen, ja, ist eigentlich ganz nice. Das Emote für Darth Maul gab es auch, aber da muss ich jetzt kein Video zu machen. Werde ich zeigen, wenn ich ihn irgendwann... Ja klar, der geht nur auf mich oder was, das gibt's doch gar nicht. Alter, so aggressiv spielen, ey. Aber bei Luke, ich weiß nicht warum, aber der kann ziemlich schnell Leben regenerieren. Ist ein Helden versus Schurken halt echt ein Monster. So, ich sollte noch nicht so weit vorlaufen. Wir haben hier noch nicht alles eingenommen. Ich höre hier immer noch Druiden. Die Separatisten brechen ihre Zelte ab. Na komm schon. Ach, da sollte ich vielleicht nicht hin. So, der hat der Anakin schon. Also ich laufe noch mal ein bisschen rum, ne? Nicht wundern, dann schneide ich das hier nämlich ein bisschen. Da, ja, nur rumlaufen ist, glaube ich, nicht so spannend. So, das Snipe da hinten. Ich versuche da mal hinzukommen. Ja, komm, jetzt kann ich blocken. Ja, es ist ja schon tot. Toll. Aber... Komm, hier hinter die feindlichen Linien, hier ist nämlich irgendwie nicht so viel los. Hinter mir ist auch ein Held. Den werde ich natürlich verteidigen, aber da sollten wir nicht hin. Da können wir auch gar nicht hin. Ah, guck mal, da ist Boba, da können wir ja... Jo, da ist der Boba weg. Der Luke schlägt einfach so schnell zu, da kannst du nichts machen. Ach, hier will ich noch nicht hin. Und mein Leben ist auch wieder voll. Ist doch super. Alter Schwede, Geonosis ist einfach so schwer als Separatisten. Ich habe es eben die ja, Rückrunde jetzt nicht, sondern was heißt denn das? Vorrunde. Die hatte ich tatsächlich als Separatist geschafft, aber meine Güte, das ist hart. So, wo sind die Separatisten? Alle hinter bei ihrem Spawngebiet, da kommen da gar nicht mehr raus. Das ist schon ziemlich hart. Ja, da ist das Ding auch schon vorbei. Ah, ich habe den ein bisschen gezeigt, den Skin. Gleich kommt sowieso der nächste. Der ist noch mal ein bisschen... Der ist noch mal ein bisschen mehr Farbe drin bei dem anderen. Deswegen, ja, ist es... Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, hier nach kommt noch mal ein Camino, sonst... mal gucken. Und dann spiele ich natürlich den anderen Skin auch noch. So, ich habe mir mal gedacht, ich zeig den Skin mal vorher. So sieht er nämlich aus. Da muss ich nämlich nicht emoten, um den mal von vorne zeigen zu können. Die Frage ist aber, ob ich den überhaupt bekommen werde. Denn hier ist leider wieder so ein Überflieger in der Lobby. Leider im Gegnerteam, wenn der so einen Helden kriegt, dann, ja, dann wird das wohl leider nix. Naja, ich werde mein Glück versuchen. Hoffentlich kriege ich ein paar Punkte zusammen und dann, kann ich hoffentlich mal ein bisschen mehr als nur eine Minute lang Luke spielen. Und wenn das klappt, dann wäre das toll. So, die Bäume verdecken zwar gerade die Sicht, aber... Ja, da ist er auch schon. Da ist auch schon der gegnerische Held. Das ist so widerlich. Die haben nämlich schon zwei. Also maximale Anzahl für die erste Phase. Und da hinten sind sie auch schon alle. Heißt, ich werde keinen normalen Gegner kriegen, ohne ständig gestört zu werden. Naja, mal gucken, wie das laufen wird. Ja, er ist auch schon der Erste. Geh mal weg.
Da hinten sind jetzt nicht so viele Gegner. Na, schön gesniped wird hier. Na komm. Naja, ich gehe mal wieder auf diese Seite, da ist es mir ein bisschen sicherer hier. So, schnell mal umgestupst, nochmal umgestupst und jetzt komme ich eben. Ja, jetzt rennt er schon weg, na gut. Alter, jetzt schießt mir irgendjemand in den Rücken. Ja, das sieht man auch schon, ich bin fast tot. Also, Hälfte schon weg. Einfach nur wegen so ein paar Druiden und einfach nur, weil hier die ganze Zeit Helden rumlaufen. Ich hasse das. So. Ja, guck mal, da sind einfach beide, weißt du? Beide auf einem Fleck wollen mich hier beide killen. Ja, sage ich doch. Natürlich trifft ihn das nicht, das ist sehr schön. Ja, flieg mal bitte weg. Ach, hier ist auch schon eine Spezialeinheit, aber nichts Normales leider. Ach man, ey, der Maul lässt mich auch nicht in Ruhe. Ich glaube, das ist diese gelbe Jacke, die ist einfach so irritierend für den Maul. So, genug weggerollt. Kann ich das aufnehmen? Nee, ne? Als Held natürlich nicht. Da fliegen cool irgendwelche Trümmerteile durch die Gegend. Ach, der will mich natürlich hier einfrieren oder halt wegziehen. Der ist schon ziemlich eklig, der Kylo, aber der Maul. Ja, da muss man halt ziemlich aufpassen als Held. Ach, jetzt kann er ja natürlich wieder wegsprinten wie sonst was. Weltmeister im Wegsprinten. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich sag ja, normale Einheiten habe ich kaum welche. Und eben hat dieser Überflieger auch Luke gespielt, hat jeden weggehauen und sonst was. Das gibt's doch nicht, ey. Diese Weggerolle. Bin ein bisschen aus der Übung. Da muss man nämlich eigentlich immer so ein bisschen warten, bis sie weggerollt sind und dann kann man die. Ach, hier sind zwei Helden von denen, ja dann nicht. So. Alter, fliegt der Y-Wing ganz knapp über den Boden. Ja, genau so hatte die einfach one-shottet die ganze Zeit. Ja, da verfolgt mich doch jemand. Ich wusste es doch. Der sprintet wieder weg. So, den haben wir. Hier kommen auch schon meine Teammates an. Das ist super und sogar noch away. An der Seite. Guck mal, der sprintet nur weg und es gelingt ihm auch noch. Das ist so eine Frechheit. Ach, geht. Ja, keine Chance, ey. Wenn er die Panzer auch noch reinschießen. Naja, weißt du was? Ich glaube, ich habe beide Skins gezeigt. War natürlich auf Geschick was ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, aber. Naja, ich glaube, das war's hierfür erstmal und, ja, ich muss, glaube ich, die Frage nochmal beantworten, welcher Skin mir besser gefällt. Ich glaube, der mit Eine neue Hoffnung, weil der einfach. Der mit der Javin-Jacke, das sieht ein bisschen lächerlich aus im Kampf, finde ich. Es sieht zwar cool aus und episch und sonst was, aber. Naja, der war auch durch so ein Event und so. Aber. Man kann ihn auch kaufen für 40.000. Ob sich das lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Den Han Solo Skin werde ich nicht zeigen. Denn der ist, ja, das ist der hier. Javins Zeremonie habe ich mir auch nicht gekauft, weil. Ich meine, guck dir. Das ist der hier, ne? Guck dir mal den hier an. Hier ist sogar die Jacke. Das ist ja lächerlich. Hier ist halt die Jacke ohne Ärmel. Hier mit Ärmel, da haben sie einfach die Ärmel weggepackt. Und bei der Hose haben die die Streifen blau gefärbt, also die Hose ein bisschen blau, die Streifen rot. Einfach nur mit den Farben ein bisschen rumgespielt und dafür dann halt, ne, episch 40.000 Credits ist halt viel zu viel für so einen ganz normalen Skin. Also, naja, muss jeder für sich entscheiden und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Habe ich den noch nicht gekauft? Naja, mache ich vielleicht mal.
So, dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.